Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Till Büttner. Viel Spaß! Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute soll es ums Thema gehen, das beste Dashboard ever und so baust du es. Mit meinem Gast Till Büttner, den stelle ich euch gleich nochmal vor. Und der möchte möglicherweise auch nochmal gleich was dazu sagen, ob es sowas wie ein perfektes Dashboard überhaupt gibt. Aber vorweg nochmal kurzer Hinweis, kommt gerne mal in die Facebook-Gruppe Digital- und Webanalyse-Helden, wenn ihr auch Fragen habt zu so etwas. Da gehe ich auch gelegentlich mal live und da können wir auch mal Fragen austauschen untereinander und da gibt es eigentlich auch immer Hilfe von irgendwem. Also kommt da gerne mit da rein. Und jetzt möchte ich euch mal auf das Thema der Sendung nochmal hinführen, weil mir passiert es immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, hey Mike, wir brauchen ein Dashboard. So, und an welcher Stelle braucht man denn überhaupt ein Dashboard? Wofür ist das überhaupt gut? Und kann das überhaupt das Problem lösen, das das Unternehmen oder die Einzelperson im Zweifel vielleicht hat? Und genau darüber möchte ich jetzt mit Till mal sprechen. Till Büttner ist Senior Digital Analyst bei DHL. Und da ist er auch schon gefühlt seit Ewigkeiten, weil zumindest seit ich ihm folge, kenne ich ihn nur unter DHL-Flagge quasi. Er ist auch bei Twitter, da ist er ziemlich umtriebig auch unterwegs. Ich verlinke ihn mal unten in den Shownotes. Und zusammen mit Urs Boller hat er ein Thema auf eine Website gesetzt, nämlich perfectdashboard.rocks. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal Programm und er möchte da gerne auch ein bisschen edukativ unterwegs sein zu dem Thema, was ich super, super finde. Und das ist für mich auch ein tolles Thema hier für den Podcast, habe ich mir gedacht und habe ihn deswegen eingeladen, den Fan und Nutzer von Adobe Analytics. Das soll uns aber an dieser Stelle jetzt nicht groß unterscheiden, sage ich mal. Tools spielen eh nicht so die große Rolle. Also, aber erstmal herzlich willkommen, Till. Hallo Mike, vielen Dank für diese nette Einleitung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich schon mal versucht, diese Aufnahme zu starten und wir sind irgendwie heute von Hindernissen umgeben, aber das macht nichts, weil jetzt läuft alles super und es wird eine super Folge, da bin ich mir sehr sicher. Ja, Till, toll, dass du dabei bist. Ich freue mich total, mit dir auch, jemanden zu haben, der sich für das Thema Dashboards nicht nur begeistern kann, sondern der damit sogar publik geht. Und meine erste Frage auch an dich, sowie an jeden Gast. Wie bist du zur Webanalyse gekommen? Ich muss ein bisschen ausholen. Die Geschichte begann irgendwie vor 15 Jahren, als ich mal als Fachinformatiker gelernt habe und meine Ausbildung gemacht habe und nebenbei irgendwie Webseiten gestrickt habe, einer Freundin in der Agentur immer wieder da und hier geholfen habe und mit der Einstiegsdroge Pivik und Google Analytics, damals gab es nur die Free Edition, irgendwie so meine ersten Gehversuche hatte. Und das war so der Startpunkt von all dem, was danach gekommen ist. Ja, und danach kam dann relativ schnell irgendwann auch DHL ins Spiel. Und da hast du dann deinen Weg auch in Richtung Webanalyse gefunden. Ja, da war noch viel, viel anderes zwischen. Bei DHL bin ich, also du sagtest das vorhin schon so schön, dass ich da eine halbe Ewigkeit bin. Es fühlt sich für mich auch so an im positiven Sinne, aber wirklich da sein bin ich erst knapp seit 4,5 Jahren. So täuscht man sich manchmal, aber wie gesagt, es fühlt sich auch für mich schon wirklich lange an. Nee, ich habe unterschiedliche Stationen, auch unter anderem Agenturen hinter mir und habe als Konzepter gearbeitet, habe auf verschiedenen Analytics-Tools auch gearbeitet, ich habe mit Google gearbeitet, auch mit der Premium-Version, ich habe mit Webcheck gearbeitet, ich habe mit Webtrends gearbeitet und arbeite nun seit gut 4,5 Jahren eigentlich fast nur noch mit Adobe Analytics. Aber wie du so schön gesagt hast, es geht eigentlich gar nicht ums Tool, sondern es geht eigentlich darum, was wir daraus produzieren. Und egal, ob das Dashboards sind, ob es Reporting sind, bei all dem, was wir tun, ist es eigentlich vollkommen egal, welches Tool wir verwenden, solange wir das, was dabei rauskommt, sozusagen richtig tun. Ah, ein tolles Credo. Wir können die Sendung schon beenden, weil ihr habt alles gehört, was ihr wissen müsst. Aber lass uns mal über Dashboards konkret sprechen. Wir müssen vielleicht erstmal so nochmal eine kleine Herleitung haben. Was ist überhaupt ein Dashboard? Vielleicht magst du es mal einmal nochmal so mit deinen Worten beschreiben. Ja, könnt ihr da draußen nicht wissen, aber wir haben das gerade eben schon mal so ein bisschen gemacht und beim ersten Mal habe ich gesagt, ich wüsste die Definition von Dashboards nicht. Nun weiß ich sie, weil wir gepusht haben und ich nehme das jetzt mal als Aufhänger und das Dashboard abgeleitet vom Armaturenbrett und du hast die Analogie vorhin halt schon mal gemacht, finde ich genau richtig.
In der Sport soll im Endeffekt die Möglichkeit geben, Zahlen direkt zu zeigen oder vernünftig anzuzeigen, die für den Betrachter wichtig sind. Das heißt, abgestimmt auf die Bedürfnisse desjenigen, der das Dashboard nutzt, die wichtigsten Kennzahlen anzuzeigen und auf verschiedene Arten und Weisen sichtbar zu machen. Ja, genau. Also ich hatte die Analogie von Marco Hasler übernommen, der das mal in seinem Buch auch erläutert hat und auch bei uns im Podcast schon mal mit erwähnt hat, der immer so ein Auto-Dashboard quasi dahinsetzt und sagt, so, pass mal auf, Geschwindigkeitsanzeige ist wichtig, ne? Aber du willst nicht wissen, irgendwie, ob deine Profiltiefe an den Reifen jetzt 3 mm noch ist oder so, das willst du auf dem Dashboard einfach nicht sehen. Also die Unterscheidung einfach zwischen wichtigen und unwichtigen Daten und das möglichst eben zusammengedampft, visuell aufbereitet, so dass man es auch schnell erkennen kann. Und da hast du nämlich auch eine schöne Regel auch genannt. Vielleicht magst du die nochmal eben ins Feld führen. Genau, also genau, zuerst nochmal auch hier von mir aus gesagt, Marco Hasler und sein Buch sind die absolute Empfehlung für jeden, der anfängt, aber auch vielleicht der schon etwas länger dabei ist. Das Buch Web Analytics von ihm ist so ein Must-Have eigentlich für jeden Analysten im deutschsprachigen Raum. Kauft euch das, lest euch das durch. Nein, ich kriege keine Provision, ich kann es einfach nur empfehlen. Und er hat eine Regel aufgestellt, die 2-20-200-Regel, die besagt, dass man ein Dashboard so aufbauen sollte, dass man in 2 Sekunden sieht, ob etwas gut oder schlecht läuft, in 20 Sekunden sieht, was davon gut oder schlecht läuft und in 200 Sekunden wirklich eintauchen kann, um zu sehen, was richtig gut oder richtig schlecht läuft. Und dabei geht es eigentlich gar nicht darum, ob das jetzt von oben nach unten oder rechts oder links aufgebaut ist, sondern einfach nur, dass die Visualisierungen, die wir verwenden, um dem zu entsprechen, so sind, dass der Nutzer des Dashboards dies direkt erkennt. Und auch hier sei gesagt, man sollte sich immer an den Bedürfnissen des Benutzers entlanghangeln. Jetzt ist es für uns so, dass wir irgendwie alle gewohnt sind, von oben links nach unten rechts zu lesen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel Nutzer habt, die das nicht gewohnt sind, sondern die gewohnt sind, von rechts nach links zu lesen, dann solltet ihr das Dashboard halt auch so rum aufbauen. Also nur mal so als Beispiel. Und dementsprechend ist die Struktur dahinter wichtig, aber immer abgestimmt auf den Benutzer. Ja. Und das natürlich nicht nur in seiner Leserichtung, sondern letztendlich auch in dem, wofür er am Ende des Tages auch seine Aufgabe hat, wofür er Geld bekommt im Unternehmen, ne? Nämlich, dass er, ich sag mal, meinetwegen, ein Chef sieht sicherlich am Ende andere Daten als ein Techniker, der jeden Tag die Performance der Website überprüfen soll, ne? Also das, dessen müsst ihr euch halt auch bewusst sein. Es gibt nicht dieses eine Dashboard, ne? Also wenn man irgendwie von perfekt sprechen kann, dann eben sicherlich nur im Sinne von perfekt für diese eine Person oder so. Genau, also. Genau. Also das eine perfekte Dashboard gibt es einfach nicht. So, es gibt irgendwie vielleicht, und das ist das, was Urs und ich versucht haben darzustellen, eine perfekte Struktur oder einen perfekten Weg, um ein Dashboard zu erstellen, wobei das Wort perfekt auch immer, ne, mit Vorsicht zu genießen ist. Aber dieses eine perfekte Dashboard gibt es auf gar keinen Fall. Ja. Und selbst wenn wir Fans sind von vielleicht Vorlagen, die wir im Internet auch finden können, also bei Adobe gibt es diese Solution Gallery, wo man eben auch Dashboards für Google Analytics sich quasi herunterladen kann oder zumindest die Konfiguration dafür schon mal anschauen kann. Ich empfinde das immer eher als Inspiration, als tatsächlich einzusetzen, weil irgendwas passt auf diesen Dashboards dann doch wieder nicht, ne? Weil entweder sind die falschen Metriken drauf, die mich gerade nicht interessieren, oder die Visualisierung ist nicht sinnvoll, oder selbst wenn die Anordnung dieses Dashboards nicht sinnvoll ist, dann muss man schon aktiv werden. Aber trotzdem Inspiration holen kann man sich bei sowas ja immer. Das ist auch ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben würde. Genau, und das ist auch so die Idee, so ein bisschen hinter der Webseite perfectdashboard.rocks. Auf der einen Seite diese Struktur, die wir, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal so ein bisschen drauf, die wir propagieren, zu verstehen, und ne, wir versuchen sie zu erklären, aber auf der anderen Seite und viel, viel wichtiger, irgendwie eine Community drumherum aufzubauen, die Dashboards zeigt, die vielleicht auch Fragen stellt oder wo vielleicht auch Beispiele rumkommen, die nicht gut sind, um einfach zu zeigen, was ist gut und was ist nicht gut oder warum ist etwas gut und warum ist etwas nicht gut. Aber nur wenn wir dieses Wissen teilen, können wir irgendwie alle davon profitieren, und ich bin ein großer Freund von Wissen teilen, und das war so die Idee von Urs und mir. Wir sind letztes Jahr, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gefragt worden, ob wir für den Summit eine Session machen wollen, und waren uns schnell einig, das gemeinsam machen zu wollen. Zu dem Thema Does the Perfect Dashboard Exist, und haben dann am Schluss aber gesagt, okay, wir wollen das irgendwie nicht in Slides, also in eine PowerPoint-Präsentation packen und der Welt zur Verfügung stellen, weil irgendwie
Präsentationen verfaulen irgendwie auf USB-Sticks oder Festplatten. Wir gucken sie uns nie wieder an. Und dann war die Idee, einen One-Pager zu erstellen, wo mit WordPress so ein kleines Block hinter ist, einfach attraktiver. Und so ist die Idee entstanden. Ja, sehr, sehr cool. Also vielleicht entsteht ja aus diesem Blog auch irgendwann ein Buch. Ja? Das heißt, wenn ihr so viel Input bekommen habt, vielleicht von außen und diese Community vielleicht sich auch gebildet hat und vielleicht werden ja auch Dashboards bewertet und vielleicht könnt ihr am Ende des Tages irgendwo für euch was ableiten, woraus ihr dann wieder ein großes Werk schaffen könnt. Ich bin schon auf das Buch gespannt, falls das dann kommt. Ja, setz die Erwartungen groß, danke. Also um mal kurz für alle, die da draußen sind und die jetzt auf diese Webseite zustürmen, um zu gucken, was es alles gibt. Es gibt gerade genau einen weiteren Blogpost, der von Urs erstellt wurde zu dem Thema und nicht mehr. Also das ist noch ganz am Anfang. Aber es wäre schön natürlich, wenn mehr da draus wird und wenn irgendwie jeder davon profitieren kann. Ja, ein erster Schritt. Ne? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr da in die Richtung unterwegs seid, weil ich kenne jetzt auch kein Buch oder so, das tatsächlich jetzt, um auf ein Buch mal zu sprechen zu kommen, weil ich kenne kein Buch, das sich nur um Dashboards dreht oder, ne? Also es gibt immer so, im Internet gibt es ja viele Blogs, die sich, ich sag mal, ein bisschen darum kümmern, irgendwie ein bisschen, aber auch nur, meistens nicht so besonders tiefgehend, sondern irgendwie sehr oberflächlich. Und ich finde, da kann es durchaus noch ein bisschen mehr Wissen brauchen. Und in welcher Phase braucht man denn so ein Dashboard? Also braucht man sowas immer sofort zu Beginn? Weil das ist, mir passiert das immer wieder, dass halt Leute anrufen und sagen, pass mal auf, ich brauche ein Dashboard. Und meine Gegenfrage halt immer so, hast du denn schon vernünftige Daten? Womit erhebst du die und so weiter? Wie siehst du das? In welcher Phase braucht man denn Dashboards? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Phasen. Also es kann kein Dashboard geben, ohne vorher Anforderungen zu erheben. Ne? So wie du sagst, vollkommen richtig. Aber es gibt das Dashboard, was ich irgendwie erstelle, um zu verstehen, ob meine Implementierung vernünftig funktioniert und ein Q&A machen zu können darauf. Ne? Das ist eine Form eines Dashboards. Da brauche ich aber vielleicht einfach auch nur Tabellen und keine großartigen Visualisierungen. Dann gibt es vielleicht tägliche Dashboards für den täglichen Bedarf, wo ich wissen möchte, ist die Performance meiner Webseite gut? Irgendwie laufen die Zahlen so ein? Funktionieren Kampagnen, die ich gestartet habe? Es gibt aber vielleicht Dashboards oder nicht nur vielleicht, es gibt ganz sicher Dashboards für eure Stakeholder, wo jemand wissen möchte, aus dem E-Commerce-Bereich, wie viele Einnahmen haben wir? Wie korreliert das mit den Verkäufen und mit den, keine Ahnung, Stornierungen und. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sozusagen Sachen darzustellen. Und ich glaube, jede Anforderung muss da sozusagen für ein Dashboard anders bewältigt werden. Aber das Dashboard ist auch immer nur der Einstieg dazu. Also das Dashboard ist nie die Analyse oder wenn ich ein Dashboard habe, habe ich meine Arbeit getan, sondern dann beginnt die Arbeit eigentlich immer erst, weil ich mit dem Dashboard eine Ansicht bekomme. Und wenn ich feststelle in dieser Ansicht, da gibt es etwas, was ich mehr betrachten möchte, dann gehe ich in die Analyse, also eigentlich anregend zu analysieren. Also damit hast du eigentlich den Super-Irrglauben auch schon mal direkt widerlegt. Ja? Also, weil das ist auch das, was mir immer begegnet, dass die Leute denken, sie kriegen jetzt ein cooles Dashboard, ja, mit, keine Ahnung, 12, 20, 500 Widgets, je nachdem, was sie so gut finden oder irgendwie sinnvoll verarbeiten können. Und danach müssen sie sich um nichts mehr kümmern. Und du hast ja vollkommen recht, sobald du dieses Dashboard siehst, musst du ja auch nach dieser 2-20-200-Regel alleine schon erstmal den Überblick verschaffen. Dann musst du erstmal tiefergehende Fragen auch mitunter beantworten und dann musst du wahrscheinlich auch dieses Dashboard irgendwann einfach verlassen, weil es einfach nicht genügend Daten bietet, um die Situation zu erklären, weil sie bietet halt, dieses Dashboard bietet eben nur die Übersicht. Ne? Also auch ein großer Irrglaube ist ja auf ein Dashboard, je mehr Tabellen, desto mehr Infos hast du. Ne? Also finde ich auch immer schön. Ich meine, das stimmt zwar grundsätzlich, aber du wirst halt nichts mehr, du wirst halt nicht mehr dadurch erkennen, ja, weil also, du brauchst ja immer länger. Genau, so eine, ich gebe ja auch immer wieder, auch gerade im Konzern, irgendwie Trainings zu dem Thema oder mache die vor allem sehr, sehr gerne, weil es viel zu wenig Leute gibt, die irgendwie die Analyse einsetzen und je mehr Leute wir irgendwie aufschlauen können, umso besser. Und gebe da eigentlich immer mit als Hinweis, im Wort KPI oder in der Abkürzung KPI, das K, was da vorne drin steht, steht nicht für 1000 im Englischen angelehnt, weil das gerne dieser Irrglaube ist. So, ey, KPI ist super, ja, dann hätte ich gerne die KPI und die KPI und die KPI. Meistens verwechseln die Leute das dann eh mit Metriken das steht halt, ja, wie die Abkürzung ist, für Key Performance Indikator und nicht für
Tausende von Indikatoren, die ich gerne irgendwie mir angucken möchte, weil dann verzettel ich mich auch wieder und habe ja überhaupt keinen Fokus auf das, was wichtig ist. Ja, die große Verwechslungsgefahr zwischen normalen Metriken, den Performance Indicators und den Key Performance Indicators ist einfach, ihr müsst euch das wie ein Dreieck vorstellen. Ja? Und ganz oben auf der Spitze sitzen eben die Key Performance Indicators, das sind nicht mehr viele. Vielleicht sogar nur eine Handvoll. Ja, ja, vielleicht sogar nur einer. Also es gibt vielleicht sogar nur einer. Ja. Ich habe wieder vergessen, das war genau, ja, der sogenannte Nordstern, ne? Der leuchtet und genau. den man nutzt, um ihn zu folgen und zu verstehen, ist das, was ich gerade mache, richtig? Vielleicht ist der Nordstern auch ein Index aus mehreren, das kann ja sein, aber sozusagen der eine, dem ich folge, so ein bisschen als Anlehnung. Ich meine, wir müssen jetzt keine KPI-Folge aufmachen, nicht abdriften. Genau, aber im Grunde genommen, ich habe da auch eine schöne Analogie, vielleicht merkt ihr euch das einfach. Stellt euch vor, ihr fahrt auf eine Insel, ja, und einmal pro Woche darf jemand aus eurem Unternehmen anrufen. Ihr habt sonst keine Internetverbindung, nichts. Ihr habt nur diese Telefonverbindung einmal die Woche. Und derjenige hat auch nicht viel Zeit. Der kann euch exakt 5 Werte mitgeben. Welche 5 Werte wollt ihr hören, um zu wissen, ob es eurem Unternehmen gut geht? Und meistens sind diese Fragen nicht so zu beantworten, dass ihr einfach in ein Web-Analyse-Tool geht und irgendeine Zahl daraus lest oder so, sondern oftmals passiert noch irgendwas mit der Zahl. Sie muss vielleicht nochmal irgendwie verrechnet werden mit irgendetwas anderem oder so. Also so müsst ihr euch ein KPI vorstellen. Das ist halt, wenn es da nicht mehr rund läuft, dann solltet ihr dringend irgendwie handeln. Ja. Aber das ist eine ganz schöne Überleitung eigentlich, weil all das, was wir tun, und das, da muss ich leider ein bisschen abschweifen, weil das hat nicht nur was mit Dashboards zu tun, sondern eigentlich mit der generellen Analyse, aber da die Dashboards darauf aufbauen, dass es halt genauso wichtig ist. Wir müssen die Anforderungen verstehen, für die wir das machen, weil wir machen ja die Analyse nicht zu Selbstzweck oder, keine Ahnung, weil wir einfach gerne analysieren. Das tun wir zwar, aber normalerweise verdienen wir ja unser Geld damit, das für jemanden zu tun. Und wenn es für unser eigenes Geschäft ist, dann tun wir es halt fürs Geschäft. Und wir tun das ja aber aufgrund von Anforderungen. Also ihr solltet niemals eine Analyse ohne eine entsprechende Anforderung vorne ran tun. Und diese Anforderung ist nicht, dass wir über Metriken sprechen, sondern dass wir darüber sprechen, was sind denn die Ziele oder was ist die Strategie des Geschäfts? Und davon kann man dann weitere Sachen ableiten. Aber das ist sozusagen der allererste Schritt für ein Dashboard, der viel, viel früher beginnt, als man eigentlich ein Dashboard erstellt. Genau, sich mit den Business-Problemen auseinandersetzen und auch mit Erfolg. Ja, also überhaupt erstmal zu definieren, was ist denn ein Erfolg? Weil letztendlich geht es in jedem Unternehmen um irgendeinen Erfolg. Ja, und die Website bildet auch irgendeinen Erfolg ab. Selbst Websites, die sich vornehmlich ums Branding kümmern sollen, haben vielleicht eine nachgelagerte Funktion, nämlich irgendwann später mal was verkauft zu haben. Ne? Also irgendwo so eine Hub-Funktion vielleicht. Und genau solche Dinge müsst ihr eben erstmal festlegen, bevor ihr darüber nachdenkt, wie ihr eine Zahl dazu visualisiert, geschweige denn erhebt. Und weil ohne den Erfolg werft ihr tatsächlich nur Zahlen ans Board, die Seitenaufrufe sind oder die Abschwungrate oder sowas. Und das bringt euch halt im Endeffekt nicht weiter. Also diesen Zielbezug müsst ihr immer mit im Blick haben, sonst wird es echt schwer. Ja. Also das muss ein Dashboard am Ende können. Wichtigen Metriken zeigen. Ja, beantworten können. Also die Fragen, die wir am Anfang aufwerfen, muss ein Dashboard beantworten können. So, und aufgrund der Antworten müssen wir dann entscheiden, gehen wir weiter rein oder reicht uns die Antwort? So, ne? Wenn die Frage ist, läuft das Geschäft gut, wäre jetzt eine schlechte Frage, um wirklich für ein, aber ne, so als übergreifende Frage, läuft das Geschäft gut und die Antwort ist ja, dann muss ich vielleicht gar nicht tiefer einsteigen. Aber selbst dann sollte ich tiefer einsteigen, weil wenn ich das Geschäft einfach nur laufen lasse, weil es gut läuft, dann läuft es halt vielleicht irgendwann auch nicht mehr gut. Also das gilt ja auch für die Analyse so. Also auch wenn alles richtig läuft, sollte man immer wieder einen Blick darauf haben, um zu verstehen, warum was etwas richtig läuft, um dann daran weiterzuarbeiten können, dass es auch weiter so läuft. Ja. Und dafür kann das Dashboard dann helfen. Ja. Auch die Analyse ist ja nur ein Zwischenschritt. Ne? Also die Analyse sorgt ja im Prinzip nur dafür, dass ihr am Ende des Tages Optimierungspotenzial aufdeckt und dann eure Website oder was auch immer ihr verbessern wollt, verbessert. Ne? Und deswegen, genau. Also das Dashboard ist quasi nur der erste Schritt hin zur Analyse und also die auch wiederum nur ein Zwischenstep ist zu dem, was ihr aus diesen Zahlen dann am Ende macht. Und genau. Du hattest eben schon mal auch erwähnt, dass da ja gewisse Stakeholder am Start sind, die damit auch zu tun haben mit diesen Dashboards. Ja. Inwiefern müssen wir die berücksichtigen? Also welchen Gruppen kann denn so ein Dashboard überhaupt helfen? Wie ich das vorhin so ein bisschen schon sagte, dass den Gruppen, denen geholfen werden kann, also
Andersrum, ich fange andersrum an. Wenn wir über Stakeholder sprechen, denken die meisten irgendwie so an das, keine Ahnung, an den Geschäftsführer oder irgendwie diese Ebene. Aber ein Stakeholder kann auch die Technik sein, weil die Technik dir die Anforderungen gibt, für dich, ne, für sie ein Dashboard zu bauen. Das heißt, wir sprechen eigentlich über die Leute, die Informationen aus unseren Zahlen herausziehen möchten, um zu verstehen, läuft etwas gut, läuft etwas schlecht. Das kann, wie gesagt, das kann die IT sein, wenn sie sich darauf verlässt, dass Analytics die Performance der Seite misst, ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber ist möglich. Das kann der Marketingbereich sein, weil sie verstehen wollen, wie die Kanäle laufen und wie Kampagnen laufen. Das kann die Geschäftsführung sein, die wissen möchte, wie die Verkäufe laufen und wie alles zusammenspielt. Aber alle haben eins gemeinsam, sie haben eine Anforderung an uns und diese Anforderung müssen wir verstehen. Und ganz wichtig dabei ist, das vergessen viele Leute, dass das Thema Empathie dabei eine ganz große Rolle spielt. Weil wir als Analysten müssen uns immer wieder in die Situation der Anforderer bringen, um zu verstehen, was sie sehen möchten später in den Zahlen, weil wir können die tollsten Dashboards bauen und uns selber dafür feiern. Also kann ich mich selbst an die Nase fassen, habe ich auch immer wieder getan und davor gesessen und gesagt, ist das ein geiles Dashboard? Und dann zeigst du es jemanden und der sagt so, ich verstehe kein Wort, Entschuldigung, was hast denn du da zusammengeschraubt? Und du stehst davor und denkst so, das ist doch super, das muss doch jeder verstehen. Und deswegen ist es da irgendwie unheimlich wichtig zu verstehen, welche Anforderungen haben die, aber auch welche Sprache sprechen die Stakeholder und was verstehen sie und wie müssen sie etwas aufbereitet haben, damit sie das schnell konsumieren können in ihrem täglichen Geschäft. Weil auch das aus dem Umfeld von großen Konzernen, und DHL ist da nicht der einzige, bei dem ich mal gearbeitet habe, kann ich nur sagen, dass je höher man kommt, denen man die Zahlen präsentiert, desto weniger Zeit haben sie vermeintlich dafür. Ob sie wirklich haben oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber sie nehmen sich weniger Zeit dafür. Und sie wollen es möglichst schnell verstehen, um zu verarbeiten. Und je aufwendiger es ist, dass sie es verstehen müssen, desto weniger werden sie damit arbeiten. Und das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja, dass sie damit arbeiten können. Ja, also idealerweise lieber eine Zahl als eine Tabelle und am besten sogar noch statt einer Zahl am besten nur ein Pfeil oder so, ne? Oder ein grünes Symbol oder so. Ne? Ja, oder ein Text, auch zum oder Beispiel Text, ein genau. Text. Also die meisten sind gewohnt, Texte zu lesen. So, also warum müssen wir Zahlen immer in Zahlenform darstellen? Warum können wir Zahlen nicht in Texte umsetzen? Und damit meine ich nicht, eine 2 als 2 auszuschreiben, das wäre die einfache Variante, sondern einfach zu übersetzen. Also wenn wir darüber sprechen, dass jemand einen 5%igen Uplift in der Woche hatte und wir haben diesen 5%igen Uplift immer wieder mal, dann könnte das ja auch ein regulärer Uplift sein. Weil es ist vielleicht vollkommen egal, ob das 1, 2, 3 oder 4 oder 5% Uplift sind. Wenn wir aber zum Beispiel sehen, 90% aller User kommen über eine Kampagne, dann kann ich sagen, der Großteil aller Nutzer kam über die Kampagne XY. Weil mit den Worten, der Großteil der Nutzer, kann jeder auch irgendwie wieder was anfangen. Also man kann sich auch Regeln schaffen, sozusagen Zahlen in Text zu übersetzen und den Leuten damit zu helfen. Da bin ich auch großer Fan von, auf Dashboards eben nicht nur die reinen, ich sag mal, Nettoinformationen abzubilden, sondern also auch gleichzeitig ein Stück weit die Analyse mit zu betreiben. Ne? Also das heißt, wenn ich irgendwo vielleicht einen Auszug eines Dashboards mache, mir auch immer Raum zu lassen dafür, einen kleinen Text daneben zu schreiben, der dann irgendwie zeigt, hey, was ist hier passiert? Nochmal in Worten. Und was können wir aus diesem, was ich da sehe, machen? Ja, also was könnte eine Maßnahme sein und wozu führt die vielleicht auch am Ende des Tages, ne? Also, weil dann hast du, glaube ich, dann hast du eine gute Info, glaube ich, am Ende. Ja, genau. Also auch da würde ich dir auch echt differenzieren, für wen mache ich das? Ne? Mache ich das für jemanden, für einen anderen Analysten? Dann reichen vielleicht sogar Tabellen, weil der gar keinen Bock drauf hat auf Visualisierung. Mache ich das für jemanden, der Visualisierung mag, dann mache ich eine Visualisierung und gebe aber vielleicht auch eine Textinfo dazu, die ich damit reinschreibe, um mein, was ich darüber denke und was ich da drin lese, sozusagen direkt kundzutun. So, wenn ich das aber vielleicht für eine gehobene Management-Ebene mache, dann mache ich vielleicht, also da kann ich aus eigener, jetzt sozusagen aus den letzten halben Jahr erzählen, wir haben PowerPoints erstellt, auf denen oben 2 Sätze stehen.
So, also ne, wir haben die Daten in zwei Sätze transponiert und dann unten drunter nochmal zwei Graphen gepackt, jeweils zu den Informationen, damit die sozusagen einen Ankerpunkt haben, den sie sich noch mit angucken können, wenn sie das denn möchten. Aber an sich war die Idee, es gibt zu jedem Thema, was darin beleuchtet wird, zwei Sätze. So, und wenn sie dann tiefer eintauchen möchten, ist das alles möglich. Es gibt Backup-Folien mit jede Menge Informationen, aber im ersten Moment zum Verstehen und damit zu arbeiten, zwei Sätze. Funktioniert super. Mhm. Ja. So, aber wie gesagt, ne, auf die Ebene bezogen, wer liest das Ganze oder wer soll sich das angucken, wer soll damit arbeiten? Wenn du jetzt der IT irgendwie die ein Performance-Dashboard haben möchtest, mit Sätzen kommt, dann zeigen die dir wahrscheinlich einen Vogel. Das könnte passieren, ja. ja, das könnte passieren. Ein Dashboard muss ja vielleicht nicht jede Frage beantworten können, ne? Aber es gibt so in der Webanalyse gibt es ja immer diese eine Frage, ne? Also was bringt wie viel warum? Ja, mhm. Also da stecken ja mehrere Komponenten drin in diesem was bringt wie viel warum. Also auf der einen Seite das was, ja, das könnte so, man könnte es mit Acquisition gleichsetzen, ne? Also woher kommt etwas? Was ist ursächlich dafür, dass hier etwas passiert ist vielleicht? Dann kommt ja dieses, was bringt wie viel? Das sind ja, ich sag mal, das Verhalten der Leute auf der Seite. Das Engagement. Mhm. Das Engagement möglicherweise, genau, richtig. Oder eben auch die Conversion, beziehungsweise die kommt nämlich am Ende. Ne? Also wir haben ja so eine ABC-Staffelung. A wie Acquisition, also woher kommt was? B wie Behavior, was passiert hier auf der Seite? Und C eben Conversion oder auch Outcome, ja. Was bringt das Ganze dann? Ja. Aber so richtig detailliert kann man das nicht machen auf einem Dashboard, oder? Nur so anreißen. Du kannst es anreißen. Urs hat, jetzt verlässt mich gerade mein Wissen, ob es genau so war, aber unter anderem auch gezeigt, die machen das mit Attract, Engage und ich meine Convert am Schluss und bauen die so auf und haben Dashboards, die dreispaltig sind. So eine Spalte mit Attract, eine Spalte mit Engage und eine Spalte mit Convert. Und diese Daten sozusagen untereinander auch verknüpft, damit du sozusagen den Fluss darüber siehst. Und natürlich reißt es das aber trotzdem an, weil wenn wir komplett tief gehen würden, dann würden wir nicht eine DIN A4-Seite oder vielleicht auch zwei haben, sondern hätten wir auf einmal 10. Sondern natürlich reißt es das wieder nur ein. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen dann tief einsteigen, dann gehen wir wieder in die Analyse rein. Also ich glaube, man muss immer sehr, sehr kritisch sein mit den Dingen, die man dort unterbringt. Ich glaube, man muss bei jeder Metrik, bei jedem Widget, das man auf ein Dashboard bringen möchte, muss man immer vorab überlegen, ist das wirklich, wirklich, wirklich wichtig, was ich da jetzt draufsetze? Ja, ist das auch im Sinne der Zielerreichung am Ende des Tages wichtig? Ist vor allen Dingen, was ich auch immer wichtig finde, ist die Frage nach der, kann ich danach handeln? Ist diese Metrik actionable, sagt man immer so schön, ne? Es passiert was, wenn sich diese Metrik ändert? Ja. Ist es relevant? Ja, relevant. Ist das, was ich mir angucke, relevant? Und in welchem Kontext steht es? Also dieses Thema Relevanz im Kontext finde ich auch unheimlich wichtig für ein Dashboard und gehört auch so ein bisschen zusammen. Ne? Also in welchem Kontext gucke ich mir das Ganze an und wie relevant ist es daran? Und wenn ich eines von beiden nicht vernünftig beantworten kann, hat es fast nichts in dem Dashboard zu suchen, weil dann bringt es mir nicht viel. Also auch da so ein Beispiel, weil auch das immer wieder gerne kommt, auch gerade wenn du Schulungen gibst, und das wirst du selber ja auch kennen, so die Leute, die dann kommen, sagen, ja, aber ich hätte gerne die und die Metrik. Ja, aber warum genau möchtest du diese Metrik haben? Und da das Beispiel, dass ich mit einer Redaktion mal zusammengearbeitet habe und die sagten, ja, wir möchten die Page-Views für unsere Artikel wissen. Und ich dann irgendwie so gesagt habe, ja, warum wollt ihr denn, also, Entschuldigung, die 90er haben angerufen und möchten die Page-Views zurück. Warum? Also machen wir heute eigentlich nicht mehr. Und dann, ja, aber wir wollen ja wissen, ob unsere Artikel gelesen werden. Und ich sage, hey, super, du hast mir gerade deine Anforderungen gegeben. Ihr möchtet wissen, ob eure Artikel gelesen werden. Wie definieren wir denn, ob ein Artikel gelesen wird? Ja, der sollte ja irgendwie schon zur Hälfte gelesen sein, also muss gescrollt werden. Irgendwie, du brauchst ja auch mindestens irgendwie eine halbe Minute oder wie viel lang auch immer, dafür. Das war cool. Das heißt, unsere Definition, ob ein Artikel gelesen ist, ist eine Zeitdefinition und eine Scroll-Information. Und wenn ich die beiden kombiniere, dann weiß ich, ob der Artikel gelesen wurde und kann das sozusagen auch messen. So, entweder, wenn das Tool hergibt, kann ich das vielleicht als irgendwie Segment bauen oder als kalkulierte Metrik. Wenn es das nicht hergibt, muss ich es vielleicht implementieren und sagen, okay, wenn das und das passiert ist, feuere ich ein Event. Aber dann habe ich das, was ich brauche dafür. Aber genau dieser Fehler passiert halt ganz oft, dass die Leute irgendwie so Halbwissen haben und dann sagen, ja, ich brauche halt das und das für mein Dashboard.
Und der driftet mir zwar wieder vom Dashboard so ein bisschen ab, aber es hat halt trotzdem auch mit dem Dashboard dann zu tun, weil die Leute es ja genau darauf dann sehen wollen, um zu verstehen, was passiert. Also ich sehe schon, wenn die Leute mit einem von uns in einem Workshop sitzen oder in einem Seminar, dann müssen sie sich dieselbe Frage gefallen lassen, nämlich warum? Und das eben mehrmals. Also weil damit stößt du irgendwann mal zum Kern der Sache vor. Und also wie gesagt, wer mit mir schon in einem Workshop saß, der wird das kennen. Ich frage halt so lange, warum, bis irgendwie keine Antwort mehr kommt. Oder bis man wirklich mal am Kern der Sache angelangt ist. Ne? Und das ist so wichtig, dass ihr euch nicht nur oberflächlich von Zahlen leiten lasst, die ihr vielleicht mal irgendwo schon mal gesehen habt. Ja, die ihr irgendwo in einem Analytics-Tool schon mal wahrgenommen habt oder so. Also bestes Beispiel ist ja mal Absprungrate oder eben dein Page-View, ne, oder was auch immer. Wofür soll das gut sein? Ne? Da ist kein Zielbezug da, da ist nichts da. Und deswegen, seid kritisch, wenn ihr Daten auf ein Dashboard bringt. Das ist, das kann euch nur verwirren, wenn da falsche Sachen draufstehen. Ne? Also was bringt wie viel, warum, muss eure Hauptfrage immer sein. Genau. Und was... Was auch noch ganz wichtig ist für ein Dashboard, ist so ein bisschen das Format. Ne? Also wie liefere ich? Liefere ich in Google Analytics, um mal bei dem Tool, worüber du gerne ja berichtest, zu bleiben, dann muss ich demjenigen, der das sich anguckt, ja aber zum Beispiel einen Account zur Verfügung stellen. Und ist das Richtige und fühlt er sich daran wohl? Oder mache ich das in Excel? Oder fühlt sich derjenige damit wohl? Oder in PowerPoint? Oder mache ich es in Power BI oder wie auch immer. Ne? Also die Möglichkeiten sind groß, aber auch hier gilt wieder ein Stück weit, womit fühlt sich derjenige, für den ihr das Dashboard baut, denn wohl? Ihr selber werdet euch wahrscheinlich immer im Tool am wohlsten fühlen. Also ich tue das in Adobe Analytics. Ne? Also ich baue mir eigentlich keine Dashboards mehr, außer ich möchte sie mit anderen Daten verbinden, die nicht in dem Tool selber direkt liegen, sodass ich dann weiterarbeiten kann, weil ich dann alles an einem Platz habe und tiefer eintauchen kann. Aber es gibt genauso gut Leute, die das eben nicht wollen. Die wollen gerne ihr PDF in der Inbox haben und irgendwie daraus das öffnen können und lesen können. Und dann ist gut. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, ist ein bisschen Erziehungsfrage manchmal auch. Na klar. Ne? Also manchmal muss ja das, was man gewohnt ist, nicht unbedingt das Beste sein dafür. Aber da gebe ich dir recht. Man sollte zumindest die Bedürfnisse ein Stück weit erstmal verstehen, um dann die beste Lösung dafür zu finden. Und gibt es denn in deinen Augen irgendwie auf einem Dashboard immer die beste Visualisierungsform? Oder gibt es eine, die du immer wieder benutzt? Klar. Oder eine, die du gar nicht benutzt? Ich versuche so gut wie nie ein Kuchendiagramm zu verwenden. Danke. Oder ein Donut-Chart. Ja. Ich stelle in letzter Zeit leider erschreckend fest, dass ich das immer wieder doch mal mache. Also gerade dieser Klassiker mit irgendwie Mobile Device Type, um zu zeigen, Desktop versus Tablet versus Mobile Phone, lässt sich leider darin doch ganz gut visualisieren, aber eigentlich gruselt es mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich es sehe. Manchmal mache ich es auch einfach nur, um nochmal eine Abwechslung im Dashboard zu haben. Aber wie gesagt, also ich versuche es eigentlich zu vermeiden. Du wirst bei mir eigentlich immer ein Balkendiagramm finden, egal ob horizontal oder vertikal oder wie auch immer. Weil ich festgestellt habe, dass es eigentlich eine ganz gute Art und Weise ist, jemanden zu zeigen, also Informationen darzustellen. Ich liebe, aber auch erst seit einem guten Jahr, Scatter-Diagramme. Ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißen. Streudiagramme, danke. Weil ich drei Informationen auf eine sehr kompakte Art und Weise darstellen kann. Also für alle, die nichts damit anfangen können, diese Streudiagramme sind so aufgebaut, dass ich eine Y- und eine X-Achse habe und zusätzlich eine Dicke des Punktes, den ich mir sozusagen darauf visualisiere. Also ich zeige darauf keine Linie an oder sowas, sondern ich zeige per Punkt an, wo X und Y sozusagen zusammenfinden. Und ich kann damit zum Beispiel Revenue und Order miteinander visualisieren. Also auf die X-Achse setze ich die Orders. Das heißt, je weiter rechts, desto mehr Verkäufe habe ich. Den Revenue setze ich auf die Y-Achse. Das heißt, je höher, desto mehr Umsatz habe ich damit gemacht. Und die Dicke des Punktes setze ich auf die Conversion Rate. Und dann kann ich relativ schnell sehen, wenn der Punkt oben rechts ist und möglichst dick, dann habe ich alles richtig gemacht. Weil dann habe ich irgendwie viel Umsatz und viele Verkäufe und eine gute Conversion Rate gehabt. Jetzt wird der geneigte, professionellere Analyst sofort sagen, stopp, da fehlen ganz viele weitere Werte. Ja, natürlich, das ist eine sehr einfache Ansicht. Aber ich kann zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, auf eine Achse setze ich mir den durchschnittlichen Warenkorbwert, auf die andere Achse setze ich mir den Revenue per Visitor
und auf die Dicke setze ich mir irgendwie einen weiteren Wert. Aber dadurch, wenn ich einmal verstanden habe, wie ich das lesen kann, kann ich mir unheimlich gut verschiedene Informationen sozusagen schnell griffbereit hinlegen. Aber auch da, ich nutze die Diagramme hauptsächlich für mich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Otto-Normal-Anwender damit, also der auch nichts mit einer Analyse großartig zu tun hat, meistens im ersten Moment doch eher überfordert ist. Also so ein bisschen das Streudiagramm ist so ein bisschen die Pivot-Tabelle des Visualisierers. Ne? Also ach schön, ja, sehr schön, ja genau. Ist mir gerade so eingefallen, als wir darüber gesprochen haben. Weil du kannst dieses Streudiagramm ja zum Beispiel auch auf Dimensionen statt auf Metriken basieren lassen. Ja, natürlich, klar. Und, na klar. Genau, und also da hast du dann schon irgendwie sehr verschiedene Möglichkeiten. Also ich finde ein Streudiagramm total klasse, wenn es sich irgendwie ermöglichen lässt, ja, weil du kriegst halt sehr schnell sehr, ja, gute Informationslage. Ne? Kannst auch zumindest irgendwie so Clusterbildung auch erkennen, wenn es viele Daten sind und so weiter. Also schon sehr schön. Schaut euch das mal an, wenn ihr das noch nicht kennt. Wenn ihr gerade nicht wisst, wo ihr so ein Scatter-Diagramm oder Streudiagramm herkriegen sollt. Ich glaube, es geht in Excel, könnt ihr sowas sogar machen. Ja. Google Sheets können das, Data Studio kann das. Schaut mal rein. Müsst ihr mal ein bisschen rumspielen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesen Scatter-Diagrammen. Also das findest du bei mir. Und was du bei mir auch eigentlich fast immer findest, ist zwar ein Klassiker, aber immer gut, ein klassisches Trendliniendiagramm. Weil es einfach unheimlich gut hilft, Zeit zu visualisieren. Also über Zeit etwas zu visualisieren. Die wirst du bei mir meistens nicht in groß vorfinden, sondern eher irgendwo in klein. Gerne zum Beispiel neben der Summenzahl, also wenn ich irgendwie jemanden zeigen möchte, über Zeit, wie viel ist die Gesamtsumme, dann findest du daneben meistens auch irgendwie nochmal eine Trendlinie-Diagramm, um einfach zu zeigen, wie setzt sich das zusammen, um es besser zu verstehen. Ja, ich glaube, solange man einen Trend damit nur darstellt, ist das okay. Also ich bin sehr, sehr kritisch, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt einen Zeitraum von einem Jahr hast und da ist jeder Tag aufgeführt oder sowas, ja, ne? In dieser Linie. Und da gibt's halt immer diese massiven Sprünge von 0,5 auf 5000 und am nächsten Tag wieder auf 500 runter. Und da frage ich dann immer so, wo ist da der Sinn? Ja. Also ja. Da kann keiner was mit anfangen am Ende. Aber wenn du über einen Trend sprichst, dann ist das natürlich absolut legitim, die auch zu nutzen. Das nutze ich dann auch selber. Ne? Also man muss halt immer aufpassen, welche, ja, also ich bin dann zum Beispiel eher so auf Monatsbasis dann unterwegs. Ne? Also statt die Tage dann einzublenden, nehme ich eher Monate, wenn es irgendwie möglich ist. Oder Wochen, ja, genau, also, richtig, genau. Je nachdem, welchen Zeitraum du so insgesamt betrachtest. Ich bin zum Beispiel wiederum, weil du das gerade so angesprochen hast, gar kein Freund mehr großartig davon, ein ganzes Jahr unbedingt zu betrachten. Oder sogar gerne noch darüber hinaus. Ja. Also, ne, da so, ja, können Sie mal dieses Jahr zum Vorjahr betrachten. In einem Jahr passiert heutzutage so viel in den meisten Geschäften, dass ich, und auch gerade auf unseren Webseiten, also unsere Webseite verändert sich so schnell, dass das, was vor einem Jahr auf unserer Webseite ist, vielleicht gar nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was heute auf unserer Webseite ist. Dann ist die Betrachtungsweise auch gefühlt falsch, damit zu tun. Dazu kommen saisonale Dinge und. Aber deswegen gehe ich zum Beispiel hin und mache gar nicht mehr diese, auch in Dashboards, nicht mehr die Riesenvergleiche. Also alles, was extrem ist, versuche ich zu vermeiden. Die Extremität, also diese Extreme auf der einen Seite, irgendwie ein Jahr zu haben oder noch größer, um zu vergleichen, finde ich nicht mehr, also gibt es vielleicht Anwendungsfälle für, kenne ich aber nur wenige. Genauso umgekehrt, das auf Tagesweise zu machen. Also hatte ich letztens den Fall und dann dieses Jahr, wir gehen mit was live und wir möchten das gerne auf Sichtweise betrachten. Wir hätten gerne jeden Tag ein neues, das Dashboard neu zugesendet. Und ich dann auch, so wie du es schön sagst, warum? Und das warum konnte man mir nicht wirklich erklären, aber man wollte es gerne. Und am schlussendlich mache ich es ja nicht für mich, sondern für die Nutzer. Und wenn der Nutzer das unbedingt will, dann bekommt das auch meinetwegen dann halt im Täglichen, wie viele Infos er dann auch immer daraus zieht. Deswegen diese extremen Sachen finde ich immer schwierig. Ich bin mittlerweile echt ein Freund von so Mittelding. Also mehrere Wochen, vielleicht auch mehrere Monate, je nachdem. Genau. Gebe ich dir total recht. Ganz genau. Je nachdem, also auch an welcher Stelle du gerade bist, wenn ein Kampagnenlaunch ansteht, bin ich zum Beispiel immer enger dran. Ja, dann gucke ich halt wirklich auf Wochenbasis mal oder so. Ne? Aber dann auch gerne mal auf Stundenbasis. Oder auf das. Also je nachdem, was ich analysiere, auch gerne mal auf Stundenbasis, aber auch das dann wieder nicht in einem zu großen Zeitraum. Da geben die meisten Tools zum Glück mittlerweile auch so ein bisschen Hilfestellung. Ich bin ehrlich, bei Google weiß ich es nicht mehr, bei Adobe ist es so, ich kann maximal 14 Tage auswählen, um mir diesen Zeitraum auf Stundenbasis anzugucken. Darüber hinaus macht das die Visualisierung nicht mehr mit.
weil es auch einfach keinen Sinn macht. Also es macht keinen Sinn mehr als 14 Tage auf Stundenbasis mir zu betrachten. So, also das ist da macht also, mehr eine Stundenauswertung Sinn, ne? Ja, also, genau. Ja. Ja, nee, da gebe ich dir total recht. Also ich versuche immer dran zu denken, wie kann ich eine maximal große Übersichtlichkeit mit der Visualisierungsform schaffen in kürzester Zeit? Da eben auch nochmal wieder der Hinweis auf die 220-200-Regel. Ja, wie kann ich schaffen, mit meiner Visualisierung unter 2 Sekunden zu bleiben? So genau. Ungefähr. Ne? Also wenn das irgendwie einen Sinn ergibt an der Stelle, je nachdem, auf welche Funktion ein bestimmtes Widget überhaupt übernehmen soll, ob das jetzt eher eine erklärende Funktion ist, die man vielleicht in 20 Sekunden begreifen sollte, oder eine, die man halt so alarmmäßig erster Moment sehen sollte. Ne? Also wie wird die am Ende dargestellt? Ja, ja, also ich. Nutzt du eigentlich Schwellwerte? Frage ich mich gerade. In meinem täglichen eigentlich im Moment nicht so. Wir haben das für ein Stakeholder Reporting schon benutzt, um das zu nutzen, ne? um irgendwie auch zu zeigen, ist erreicht oder ist nicht erreicht. Aber nee, wenn ich so ehrlich bin, erwischst du mich auch so ein bisschen auf den falschen Fuß gerade, aber nee, ich wirst du gerade keine richtigen Anwendungen. Tust du das? Ja, mitunter, weil es gibt ja manchmal so, ich sag mal, so Zielvorstellungen für eine bestimmte Metrik oder für ein KPI, ne, dass man halt sagt, irgendwie, keine Ahnung, wir wollen in den nächsten Jahren irgendwie 15.000 Transaktionen mit X haben oder sowas. So, und jetzt kannst du halt, ich denke an so ein Bullet-Diagramm etwa, ja, so ein Diagramm, wo du halt einen Strahl hast und irgendwann ist halt dieser Strahl durchbricht so eine Schallmauer, ne, diesen Schwellwert okay, dann eben. Ne, so ja, ja, okay, da kann man halt gucken, so, hey, sind wir jetzt bei, im Monat Juli sind wir bei 50%, 60%, 70% dessen, was wir erreichen wollen oder nicht, ne? Und also mitunter, es passiert jetzt auch nicht jeden Tag und auf jedem Widget, aber manchmal finde ich das ganz, ganz interessant. Trotzdem kann es ja auch einige, ich sag mal, Grundprinzipien geben, wie man so ein Dashboard erstellt. Also ich habe zum Beispiel ein Grundprinzip, sollte immer One-Page und Multi-Screen sein. Also das heißt, nicht versuchen, alles auf eine Seite zu packen, was irgendwie geht, ja, sondern irgendwie so die notwendigsten Sachen. Und falls es darüber hinaus noch irgendwas geben muss, dann irgendwie auf weitere Folgeseiten. So bin ich zum Beispiel unterwegs. Weiß nicht, wie du das machst? Da kommt es echt aufs Format an. Welche Möglichkeiten habe ich auch? Da bin ich zum Beispiel, also in Adobe habe ich die Möglichkeit, mit Panels zu arbeiten, die ich dann einfach zuklappen kann. Ich mache sozusagen für jedes Panel mache ich einen Bereich auf. Das funktioniert ganz gut. In Excel habe ich es gerne so gemacht, so, ne, also wie du sagst, eine Seite. Und dann aber auch nicht Multiscreen, sondern eigentlich versuchen, alles auf einer Seite zu lassen und wenn ich weitere Informationen brauche, mit Auswahlschaltern zu arbeiten. Also wenn ich irgendwie sage, okay, ich habe ein Chart oder einmal eine Ansicht für Umsatz, Absatz und keine Ahnung, was ich haben möchte und ich habe aber auf der anderen Seite nochmal, weiß ich nicht, einen Traffic Bereich, den ich mir angucken möchte oder sowas. Und ich kann die gleichen Diagramme dafür verwenden, mehr oder minder, dass ich mir Auswahlfelder schaffe und so Dropdowns. Und wenn ich die dann wechsle und mit einer Formel, einem Formelsystem dahinter, dann wechseln die sich. So, dann habe ich ein interaktives Dashboard, was ich sozusagen dafür nutzen kann. Ja, das ist cool. Das nutze ich bei Pivot-Charts zum Beispiel auch recht häufig. Da kann man so einen Datenschnitt, nennt sich das, kann man dann einbinden. Dann kannst du eben sagen, so, jetzt klicke ich hier auf so einen Button und dann zeigt er mir nur die Positiveinkünfte und das andere sind halt irgendwie Kosten oder was auch immer. Das geht halt auch sehr, sehr schnell dann. Was ich unheimlich wichtig finde, ist aber dieses One-Page. Und zwar immer noch aus dem Grund, und jetzt werden vielleicht einige lachen, aber trotz all unserer Digitalität, gerade als Analysten, arbeiten wir oft für Leute, die Sachen ausdrucken. Und wenn es dann nicht auf eine Seite passt, werden die Leute es wieder nicht nutzen. So, weil sie dann abgeschnittene Sachen haben und das ganz schnell, also dann kommt ganz oft so dieses, damit kann ich nicht arbeiten oder das ist doch falsch oder keine Ahnung was. Und deswegen, dieses One-Page ist unheimlich wichtig. Also im Notfall auch auf mehrere Seiten, aber jede Seite für sich abgeschlossen, ohne dass irgendwelche Umbrüche habe oder irgendwie sowas, sodass es halt eine gute Lesbarkeit ist. Quer- oder Hochformat? Bisschen pauschal gefragt, aber ja, gute Frage eigentlich. Das ist eine gute Frage. Für gewöhnlich Querformat, weil das meiste, was wir tun irgendwie, also gerade wenn wir, wo wir herkommen, so aus dem Trendlinienbereich und sowas, ist Querformat einfach besser.
Aber in letzter Zeit würde ich das gar nicht mehr so unbedingt sagen, sondern je nachdem, was ich machen möchte, ist auch ein Hochformat gut. Und es ist ja schon länger en vogue, über Storytelling zu sprechen, wenn wir über unsere Daten reden. Also Geschichten erzählen mit Daten. Und Geschichten erzählen wir oder lesen wir im Hochformat. Also warum mache ich dann nicht das Geschichten erzählen mit Daten auch im Hochformat? Ist aber jetzt vielleicht auch ein bisschen philosophisch. Keine Ahnung. Ja, ein interessanter Ansatz. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ob da eine Verknüpfung gut wäre. Ich habe da eher so daran gedacht, so was ist das darstellende Device? Ist das jetzt ein Blatt Papier oder ist das vielleicht auch ein Mobile? Ja, wenn also der CEO sich immer nur so zwischendurch darüber informiert, ne, wie kriegt er seine Daten dann rübergeschoben? Also per E-Mail oder schickt er mal eben PDF rüber oder hat er ein Tool dafür, was das zeigen kann? Also wobei die meisten Devices mittlerweile, also dann würde ich, glaube ich, immer Querformat sagen, weil der normale Monitor eher 16:9 ist, deswegen Querformat. Und jedes Mobilgerät kannst du mittlerweile kippen. So, und dann drehst du es und dann hast du auch dein Querformat. So, also deswegen. Das ist auch richtig, ja. Ja. Eine Frage müssen wir noch klären, bevor wir an deine drei Tipps kommen. Und zwar betrifft das Thema, das wir vorhin schon mal hatten, und das ist das Thema Kontext. Also, wie kann man Kontext liefern mit einem Dashboard? Also, wir haben da ein paar Zahlen drauf. So, was bedeutet überhaupt Kontext jetzt in dem Kontext? Ah, schön. Was bedeutet Kontext in dem Kontext? Dass man Dinge, die zusammengehören, auch zusammen darstellt. Also, wenn ich ein Dashboard baue, in dem ich im oberen Bereich darstelle, wie die Performance der API ist, also wir haben eine Schnittstelle irgendwie, die wir ansprechen und die messe ich mit und stelle da, wie die Reaktionszeiten davon sind. Und das stelle ich im oberen Bereich dar und im unteren Bereich stelle ich den Umsatz und Absatz eines Nischenbereichs unserer Webseite dar. Dann habe ich keinen Kontext von den geschaffen zwischen den Informationen. Das macht einfach keinen Sinn, dies zusammen zu gruppieren. Kontext zu schaffen ist auch nochmal, wir hatten dieses Thema vorhin schon mal mit diesem ABC Attract, Engage, Convert, zu sagen, wenn ich mir etwas angucke, zum Beispiel unsere Kanäle, wie laufen unsere Kanäle, Pay-Traffic versus Newsletter versus was auch immer, wie gut ist der Attract-Bereich da drin, also wie gut schaffen die Leute diese Kanäle es, den Nutzer zu uns zu bringen. Und um in dem Kontext zu bleiben, gucke ich mir dann auch Engage und Convert dazu an und springe nicht auf einmal zu irgendwas komplett anderem, was damit nichts zu tun hat, sondern ich versuche, die Informationen sozusagen in ihrem Kontext darzustellen. Kontext kann aber auch Text sein. Also ich kann auch mit Text Kontext drumherum herstellen, wenn ich irgendwie eine Analyse habe oder ein Dashboard habe, was vielleicht nicht typisch für den Bereich ist, in dem wir vom Business her arbeiten, dann muss ich vielleicht manchmal mit Text Kontext herstellen, wie Sachen zustande kommen und warum sie so sich präsentieren, wie sie sich präsentieren. Also Beispiel, ich habe eine Conversion Rate mit über 90%. Dann sollte ich einen Kontext schaffen, warum das der Fall ist. Weil der normalerweise jeder hingehen würde und sofort sagen würde, ja, da stimmt irgendwas doch nicht. So, aber vielleicht ist es in dem Bereich ganz normal. Oder ich habe eine Bounce Rate, die besonders hoch oder besonders niedrig ist, oder. So, und auch da Kontext sozusagen herzustellen, damit derjenige versteht, was ich mir da angucke und warum das so aussieht, wie es aussieht. Also finde ich total richtig, wie du das so definierst. Also das musst du immer wieder versuchen, nicht nur die Zahl an sich zu sehen, sondern etwas drumherum zu bauen. Ich meine, die einen nennen es dann Storytelling, die anderen irgendwie Kontexten. Ich finde, zum Thema Kontext gehört auch zum Beispiel ein zeitlicher Bezug. Das heißt also, welchen Zeitraum vergleichst du hier vielleicht auch? Ne? Also haben wir jetzt ein Plus generiert gegenüber dem vorher betrachteten Zeitraum oder ein Minus? Ne? Also ich finde, das ist auch kontextuell wertvoll. Ne? Ja. Und was ich da auch immer wieder mal sehe, mal die Darstellung von Maxima oder Minima. Das war also irgendwo, weil die Grenzen des Systems kennt und schaut, wie bewegen wir uns innerhalb dieser Grenzen. Mhm. Also gerade was Conversion Rates angeht. Ne? Ja, klar. Du hast deine 90% ja genannt. Ne? Und wenn du weißt, hey, 90% sind total normal, weil wir haben die auf jeder Seite
oder wir haben sonst sogar 95%, aber im Minimum 85%, dann kannst du 90% wesentlich besser einordnen, als wenn du sonst überhaupt keinen Kontext drumherum gemahlen hast. Genau, oder den gelernten Kontext. Also wir müssen ja immer davon ausgehen, dass wir Sachen gelernt haben. Ne? In der Konzeption spricht man von Pattern. Also wir haben gelernt, dass eine Navigation auf der linken Seite auf der Webseite ist oder im oberen Bereich. Wir haben gelernt, dass Klickelemente meistens farbig sind und irgendwie dazu auffordern und eckig, weil es ein Button ist oder irgendwie sowas. Also so, sogenannte Pattern. Und die haben wir ja auch, was unsere Zahlen angeht. Also wir wissen irgendwie, Conversion Rates sind meistens eher im einstelligen Bereich normal. Bounce Rates sind eher im, keine Ahnung, 40-80%igen Bereich, je nachdem, normal, was ich mache und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einen gelernten Kontext. Und wenn wir diesen gelernten Kontext aber verlassen, weil etwas anders ist, dann muss ich diesen neuen Kontext auf jeden Fall beschreiben drumherum. Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen, und zwar kommt die quasi aus der Community. Ich hatte ja vorhin, hatte ich dir, glaube ich, schon mal eben erwähnt, ich hatte vorhin vor der Aufnahme noch einen Livestream gestartet in der Facebook-Gruppe Digital- und Webanalysehelden, und bei Instagram war ich gleichzeitig live. Und obwohl man mich bei Facebook nicht verstehen konnte, weil das Mikro irgendwie rumgezickt hat, kam eine Frage von Arne Kriedemann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sie beantworten kannst oder ob ich sie beantworten kann, weil er bezieht sich auf Dashboards. Ich weiß nicht, kennst du Alexander Holl? Der Name sagt mir was, aber ich kriege ihn. Da habe ich gar, ja was, ich habe keinen Kontext. Genau, ist der Gründer und Geschäftsführer von 121 Watt und bieten auch viele Seminare an, Online-Marketing-Seminare, so auch um Webanalyse. Und der bringt in seinen Seminaren immer ziemlich tolle Dashboards, bringt er immer zum Vorschein. Er hat zum Beispiel sehr starke Spreadsheet-Dashboards, wo er sich die Daten immer rausholt. Und der Arne fragt, wie kann man es eigentlich hinkriegen, dass man so tolle Dashboards wie von Alexander hinbekommt? Und ich bin jetzt halt nicht sicher, ob wir die Frage hier klären können, so ohne Witz, aber ich wollte sie mindestens stellen, Arne, damit du sie nämlich auch gehört hast. Also ich glaube, ich grätsche da mal rein, weil ich ein bisschen die Dashboards von Alexander zum Teil kenne. Ich glaube, das ist einfach viel, viel Akribie, die man in Dashboards manchmal stecken kann. Alexander steckt, glaube ich, sehr viel Energie darin, auch Daten aus Analytics in anderen Tools weiter zu nutzen. Also ich weiß gar nicht, ob er so Data Studio mittlerweile eben nutzt, aber er hat eben sehr viel mit Spreadsheets rumgearbeitet und dort die Daten, die er aus Analytics gezogen hat, nochmal wieder weiter verrechnet und hat dann darüber dann mal so zum Beispiel so Monatscharts gemacht oder ähnliches, ja, wo du einfach dann mit Hilfe verrechneter Daten nochmal wieder ganz andere Daten zeigen kannst in visueller Form, als wenn du es nur in deinem Web-Analyse-Tool machen kannst. Und das ist natürlich, da steckt halt eine Menge Überlegung erstmal dahinter, was willst du überhaupt haben? Das, was wir ja auch heute in der Folge schon genannt haben, du musst also erstmal irgendwie eine Problemstellung haben, du musst auch eine Fragestellung entwickeln, damit du dafür auch eine passende Lösung in Dashboard-Form am Ende des Tages generieren kannst. Und während Alexander, ich glaube, fast schon eher zahlenlastiger Typ ist, bin ich dann zum Beispiel eher visuell orientiert häufig. Also ich mag auch Zahlen, keine Frage, sonst wäre ich als Web-Analyst auch völlig falsch, glaube ich. Aber ich mag eben auch gute Visualisierung davon. Und das musst du aber erst, die Visualisierungsform musst du dann schaffen, wenn du die Daten zur Verfügung hast und sagen kannst, wie kann ich die so sinnvoll darstellen, dass jeder sofort versteht, was ich damit meine oder wo es Probleme gibt. Und so, ja, so bin ich zumindest gestrickt. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Arne, für die Frage. Haben wir noch ein paar Minuten? Also, ich bitte darum. Oh, klar, wir haben so viel Zeit. Ich finde die Frage gut, Arne. Und sie ist, wie du gerade richtig sagtest, Mike, nicht ganz so einfach zu beantworten. Was ganz viel damit zu tun hat, sind, glaube ich, drei Dinge. Zeit, Akribie und Passion. Zeit, weil du kannst unendlich viel Zeit in Dashboards versenken, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du auch immer wieder neu anfängst und ne, bis du irgendwie den richtigen Weg für dich hast, um etwas darzustellen. Akribie, weil je nach Tool, je nachdem, was du benutzt, du in einen ganz kleinen Schrauben drehen musst. Also bleiben wir mal bei dem Thema Spreadsheets oder Excel. Formel zu kreieren, die auf Werte zurückzugreifen, die diese verarbeiten und im besten Fall das auch dynamisch machen. Da reicht ein Komma, was ich falsch setze und die Formel ist kaputt oder das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Das heißt, ne, Akribie, sich da auch durchzuarbeiten arbeiten und das sauber zu machen. Und Passion, weil du es schön machen möchtest. Egal, ob schön in Form von Daten oder schön in Form von Visualisierung.
Und schön liegt meistens im Auge des Betrachters, aber man dann auch immer wieder neu ansetzt und sagt, nee, so war es noch nicht richtig und jetzt mache ich das nochmal. Also in ein gutes Dashboard 2-3 Tage reinzustecken, ist überhaupt gar kein Problem. Um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen von früher bei mir zu plaudern, ich habe mal für ein Callcenter eine Auswertung gemacht. Und wir hatten alle Daten als in Excel vorliegen und sollte auch in Excel sein. Und die Excel-Tabelle hatte am Schluss 150 MB, hatte 3 Arbeitsblätter nur mit Rohdaten und 10 Arbeitsblätter, auf denen ich diese Rohdaten verarbeitet habe mit Formeln. Also absichtlich. Ja, hat echt lange gedauert, hat noch geöffnet. Und vorne drauf ein Dashboard, ein One-Pager, der das dann visualisiert hat und auf den ich aber wiederum auch mit Dropdowns die Informationen dynamisch ändern konnte. Das war Akribie pur, weil ich das unbedingt so haben wollte. Moral der Geschichte ist, das, was ich vorhin schon mal irgendwie gesagt habe, die Dashboards, die wir besonders toll finden, an denen wir am meisten Zeit reingesteckt haben, werden am wenigsten verwendet. War damals auch so. Das Gute ist aber, deswegen kann ich das eigentlich trotzdem jedem nur empfehlen, wenn du Zeit und Möglichkeiten dazu hast, das zu tun. Weil nur darüber lernen wir, wie wir Dashboards erstellen können und was wir in Dashboards für richtig empfinden, für uns. Weil auch da hat jeder und soll auch jeder seine eigene Art und Weise haben, das ist ganz wichtig. Damit umzugehen und seinen Weg zu finden. Und wie so oft auch in der Analyse das der Fall ist, wir lernen es erst irgendwie, wenn wir selber Hand anlegen. Die Theorie ist alles schön und gut, aber wirklich lernen tun wir es doch erst, wenn wir es bauen. Ha, das war ja fast schon ein Schlusswort. Das war sehr wertvoll, sehr wertvoll. Hört euch das genau an. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Das ist ja, schon wieder 55 Minuten richtig, richtig Input, liebe Leute. Das ist wieder so. Ich finde, so eine Podcast-Folge ist immer so wie so ein kleines Miniseminar. Ja? Da ist so ein Thema und das wird so durchexerziert. Und wir könnten uns auch 2 Stunden noch darüber unterhalten, da bin ich mir sicher, weil das einfach so viele Ansatzpunkte hat. Ja? Also ich könnte jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, nochmal wieder eine Fragerunde aufmachen, machen wir jetzt aber nicht mehr. Ich habe, glaube, bevor wir die Stunde knacken, sollten wir zumindest unsere 3 Tipps mal angesprochen haben. Und deswegen, Till, meine Frage an dich, welche 3 Tipps hast du für die Leute da draußen, die sich mit Dashboards auseinandersetzen müssen oder wollen? Was sind deine 3 Dinger? Erstens, versteht euren Auftraggeber. Versteht die Anforderungen, die die Leute, für die ihr die Dashboards baut, haben. Und wenn ihr das selber seid, versteht euch selber. Hört sich lustig an, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Dementsprechend packt euch selber in die Schuhe desjenigen, der das Dashboard nutzen sollt und versteht die Leute und versteht, was sie haben möchten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, definiert eine vernünftige Struktur und ein vernünftiges Design. Nutzt die 2-20-200-Regel dabei und guckt, dass ihr das richtige Format wählt für das, was ihr tun wollt. Und das immer mit ein bisschen Eleganz dabei. Ne? So ein bisschen schön darf es schon sein. Und das Dritte ist, customized. Weil jedes Dashboard ist anders. Und es gibt eben nicht das eine Perfekte, sondern es gibt immer nur das für die Audience, die ihr habt. Und dann ist es das Richtige für die. Aber customized ist für die Leute, die es dann haben wollen. Ja, perfekt. Sehr cool. Ich habe nichts hinzuzufügen. Das ist wunderschöne Tipps. Wunderschöne Tipps. Sehr cool, Till. Meine Güte. Also ich glaube, dass man aus dieser Stunde eine ganze Menge ziehen kann, wenn man, na, also ich habe genau zugehört, weil auch ich lerne ja immer wieder in solchen Folgen. Also weil für mich auch immer wertvoll, sich dazu auszutauschen und seine Gedanken mal auszutauschen, zu gucken, wie machen andere das denn? Wie mache ich das denn? Und das schon finde ich auch ganz wichtig. Ja, genau. Deswegen auch danke dir, die Möglichkeit, mit dir einen Podcast zu machen, Wissen zu teilen. Und die Aufforderung an alle euch da draußen, setzt euch damit auseinander. Mike hat die Facebook-Gruppen, in denen ich gar nicht aktiv bin, weil ich Facebook nicht so wirklich nutze, aber nutzt sie. Nutzt andere Kanäle, die ihr habt. Ich kann Twitter nur empfehlen, weil relativ viel englischsprachiges Analystenvolk sozusagen sich da rumtreibt und sich austauscht, nutzt Slack. Es gibt ein Measures, eine Measure-Gruppe. Richtig, also, genau. Hashtag Measure. Ja, bin ich auch drin. Auf Slack. Großartig, kann ich nur empfehlen. Für Google Analytics, für Adobe Analytics, für Visualisierung, für alles Mögliche.
einer der besten Austauschorte überhaupt. Aber nutzt all diese Möglichkeiten, um euch auszutauschen, weil nur wenn wir uns austauschen, lernen wir Tag für Tag dazu und auch ältere Hasen wie Mike und ich können da eigentlich jeden Tag nur von profitieren. Definitiv. Das sind übrigens bei Slack richtig coole Leute, die ihr sonst nur aus dem Fernsehen kennt, so ungefähr. Ne? Also nein, also richtig gute Leute und die antworten auch, wenn man sie anspricht und so. Ist alles gut. Also da geht mal hin. Genau. Kann ich nur empfehlen. Tatsächlich. Okay, Till, ja, vielen Dank. Super. Also eine tolle Stunde haben wir hier verbracht, finde ich. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal wieder was machen. Also da hätte ich viel Spaß dran. Sehr gerne. Ich auch. Wir finden bestimmt ein cooles Thema, da bin ich mir sicher. Ja, alles klar. Dann, wenn du magst, darfst du gleich gerne noch ein paar abschließende Worte sagen. Ich bin auf jeden Fall raus und danke euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Danke, Mike, nochmal für die Stunde Zeit. Und an euch da draußen eigentlich nur der Aufruf, bleibt dran, habt Spaß damit, habt Passion, die ihr einsetzt und immer weitermacht und lasst euch nicht unterkriegen damit und nutzt alle Möglichkeiten, um Wissen aufzusaugen, weil das Ganze geht weiter, wir bleiben irgendwie alle nicht stehen und deswegen immer weiter lernen, immer weiter geben.